Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial auf diesem Channel. Electron GFX heißt der. Und ja, heute zeige ich euch, wie ihr in Photoshop gerade Linien zeichnen könnt mit dem Pinsel. Und ja, fangen wir mal an. Ich nehme jetzt einen harten Pinsel, weil der weiche, der macht sich dabei nicht so gut. Ich habe jetzt einen runden, aber man kann auch einen eckigen nehmen, wenn man einen hat. Der ist nämlich standardmäßig nicht dabei, leider. Aber man kann es ja nicht ändern, ne? So, ich nehme jetzt einen runden, die gewünschte Farbe auswählen, ist ja logisch. Und dann kann man, wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt halten und einen Strich ziehen, dann ist die entweder so gerade, oder wenn wir nach, wir können damit auch nach von oben nach unten, oder auch schräg, nee, schräg geht jetzt gar nicht. Okay, also nicht schräg. Das war das. Und wenn wir jetzt einen Punkt setzen, also, wenn wir das jetzt nicht so oder so haben wollen. Ups, fail. Also, wenn wir das jetzt nicht so oder so haben wollen, dann setzen wir einen Punkt zum Beispiel hier und den anderen. Dann halten wir Shift gedrückt und setzen den anderen. Dann wird von da nach da eine Linie gezogen. Und jetzt ist der Punkt direkt ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt Shift halte und hier hinziehe, dann habe ich da gleichzeitig auch einen Strich. Ja. Jetzt ist wieder der ausgewählt, dann halte ich wieder Shift und wähle wieder diesen Punkt aus. Dann habe ich hier ein Dreieck. Und ja, so funktioniert das. Das war ein sehr kurzes Tutorial. Das habe ich jetzt ganz ehrlich auch nur aus Langeweile gemacht. Aber es wäre ja schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Und in Zukunft werden natürlich auch noch Speedarts und Contests und alles, was so geht, kommen. Ihr habt ja vielleicht schon mein erstes Video gesehen. Wenn nein, schaut mal rein. Das ist nämlich ein Template für das neue 2012er YouTube-Design. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.